glaube, die sieht ziemlich sauber aus heute, die Piccolina. Da können wir das mit den weichen Bürsten machen. Soll ich dir helfen oder magst du allein? Helfen. Helfen, okay. Ich habe die Luna deshalb gefragt, ob ich ihr helfen soll oder ob sie es alleine machen will, weil sie es alleine kann. Also sie bräuchte mich im Grunde nicht. Also mein Name ist Helga Engelhardt Schott. Ich arbeite seit 6, fast 7 Jahren hier als Reittherapeutin. Ich bin Pädagogin, Magisterpädagogin, Ausgebildete und reite seit meiner Kindheit, habe dann die Zusatzausbildung zur Reitlehrerin gemacht und dann die Zusatzausbildung als Reittherapeutin draufgesetzt. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich hier wieder anfangen durfte. Ja, genau. Luna kann alleine Hufe auskratzen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Gut. Wen hast du denn da gerade im Arm? Erzähl mal. Die Piccolina. Okay. Und sie ist lieb, oder? Ja. Ja. Heute dürfen wir mit der Kamera dabei sein. Worauf freust du dich heute? Auf Traben, Galoppieren und Schrittreiten. Dann gehen wir jetzt Decke und Gurt holen. Also ich glaube, dass die Luna den Kontakt zum Pferd unheimlich schätzt und unheimlich braucht und sie früher wesentlich ängstlicher war und durch das Pferd unheimlich an Selbstvertrauen gewinnt und so weit, dass sie sich eben tatsächlich solche Sachen traut, wie zu traben und zu galoppieren, was wirklich eine Seltenheit ist in der Therapie. So, jetzt müssen wir erst mal schauen, ob das der richtige Gurt ist, den ich dir da gegeben habe. Luna, wie lange reitest du denn? Ja. 5 Jahre oder 6 Jahre oder so, gell? Ja. Irgend sowas. So, jetzt haben wir's. Dieser Gurt ist einfach für die Therapie super toll, weil man da alles machen kann. Spielen, turnen, langsam reiten, schnell reiten, was auch immer gerade gefragt ist. Viel einfacher als auf dem Sattel, wo die Kinder viel mehr Abstand zum Pferd haben und die Wärme überhaupt nicht spüren können und die Bewegung lang nicht so spüren können. Das Pferd hat ja eine ganz tolle Bewegung. Das Pferd hat nämlich die gleiche Bewegung, die eigentlich ein Mensch hat, wenn er geht. Wenn man ganz bewusst geht, dann geht man vorwärts, bewegt man sich vorwärts, rückwärts, rauf, runter bei jedem Schritt und rechts, links. Und das Gleiche macht das Pferd. Und deswegen spiegelt es die Bewegung wieder und deswegen ist es auch für körperlich beeinträchtigte Reiter eine ganz tolle Erfahrung und steigert das Körperbewusstsein und die Körperbeherrschung. Ja, geil, so ist fein. So, du darfst selber, ja? Was Sie jetzt sehen, ist bereits eine Besonderheit. Ich lasse kein Therapiekind außer der Luna alleine losreiten. Also das ist nicht therapietypisch. Gut. So. Aber bei den beiden weiß ich einfach, dass das funktioniert und dass die Luna das kann. So, dann drehst du mal um und dann bleibst beim Würfel stehen. Sehr gut. Okay, die Luna darf jetzt würfeln und die Bilder, die sie würfelt, da lenkt sie selbstständig hin. Hund. Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Okay. Der Apfel. Also, du reitest zum Hund, der Hund läuft zum Apfel und der Apfel, der Kuller zur Maus. Okay, also, weißt du, wo du hin musst? Gut. So. So, der Hund, genau, gut. So, der Hund läuft zum Apfel, jawohl, gut so. Das ist einfach eine Übung zur Orientierung im Raum und natürlich zum selbstständigen Lenken in dem Fall. Super.
Wird gemacht. Reizt noch mal außen rum. Ich hole mir die Longe. Jawohl. Gut so. So, bist du soweit? Gut, dann trab mal an. Komm. Piccolina. Komm, Tee herab. Ja, genau. So ist schön. Schön sitzen bleiben. Atmen nicht vergessen. Piccolina ist seit einem knappen Jahr da und geht jetzt noch gar nicht so, für ein Therapiepferd noch nicht so lange in der Therapie. Also die beiden kennen sich vielleicht ein halbes Jahr, dass sie miteinander reiten. Und Luna reitet aber auch nicht immer die Piccolina. Aber sehr gerne und zunehmend lieber, würde ich sagen. Ja. Du bist? Getrabt. Getrabt, richtig, genau. Okay. Und ist es so anstrengend, Luna, wie es ausschaut? Nein. Und was kommt jetzt noch? Also wir gehen jetzt erstmal wieder einen Schritt und dann traben. Also galoppieren wir. Wenn du soweit bist, Luna, trabst du an, ich galoppiere an, okay? So, das steigert unheimlich das Selbstwertgefühl. Es gehört auch eine ganze Menge Mut dazu, erstmal sich auf so ein großes Pferd überhaupt draufzusetzen, weil das ist tatsächlich unser größtes Pferd im Stall. Piccolina, Galopp! Und dann tatsächlich auch zu traben und zu galoppieren. Da gehört ganz schön Körperspannung dazu, aber vor allen Dingen gehört ganz schön Mut dazu. Super, Luna, gut so. Das ist natürlich das Ende von einer ganz, ganz, ganz langen Therapie. Es hat ganz anders angefangen. Das muss man schon auch sagen. War eine super tolle Entwicklung, so wie man sie nicht jeden Tag findet. Ja, doch, das ist ein gutes Team, die beiden. Das muss man wirklich sagen. Ja.